Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammy Dolls. In dieser kleinen Videoserie will ich dir all die Nähgrundlagen und Tipps zeigen, die man braucht, um all meinen Schnittmustern und Videoanleitungen mit viel Freude und Selbstvertrauen zu folgen. Mir macht Nähen einfach so viel Spaß und ich hoffe, dass ich dich auch dazu animieren kann, mit dem Nähen loszulegen oder die alte Nähmaschine aus dem Keller oder aus vom Dachboden wieder herunterzuholen. Alle anderen Videos in dieser Serie sind unten in der Videobeschreibung verlinkt und jetzt geht's los! In diesem Video schauen wir uns das Absteppen und Untersteppen an. Im ersten Teil schauen wir uns erstmal das Absteppen an. Das Absteppen wird benutzt auf der rechten Seite des Stoffes, besonders entlang Nähten oder Halsausschnitten oder an Kanten. Es kann dekorativ sein oder auch zur Konstruktion des Kleidungsstückes benutzt werden. Hier bei dem Kleid und bei der Tasche habe ich die Naht abgesteppt, damit die Nahtzugabe hinten schön gesichert ist und alles schön stabil ist. Es wird auch benutzt, wenn man zum Beispiel Schrägband annäht oder an Jeansstoffen, in schönen Jeans. Da wird immer ein schöner kontrastreicher Faden benutzt, der etwas dicker ist. Dazu braucht man dann auch extra eine Abstepnadel. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Ich nähe jetzt hier erstmal meine normale Naht und dann falte ich die Nahtzugabe zu einer Seite und bügele sie kurz fest und dann werde ich die von der rechten Seite des Stoffes die Nahtzugabe feststeppen, absteppen, damit alles schön sicher ist. Jetzt bügele ich sie nochmal schön fest und dann werden wir hier entlang nähen jetzt und das heißt dann absteppen und die Nahtzugabe ist zur rechten Seite geklappt. Jetzt steppen wir das Ganze von außen ab, also schön entlang nähen hier mit einem breiteren Stich. Die Stichlänge ist etwas größer als normal und dann hat man einen schönen dekorativen Stich und man kann sehen hier, wie hinten die Nahtzugabe festgenäht ist und dann verrutscht nichts mehr, wenn man alles schön von außen absteppt. Beim Untersteppen näht man auf die Nahtzugabe. Also besonders, wenn man Belege festnäht oder ein Futter in Taschen festnäht oder hier auch bei Halsausschnitten. Da kann man alles schön untersteppen, damit das Futter nicht nach außen verrutscht. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass das hier ein Halsausschnitt ist oder vielleicht auch eine Tasche, an einer Hose zum Beispiel. Und jetzt nähen wir erstmal den Stoff rechts auf rechts zusammen und dann werden wir gleich das Futter auf die Nahtzugabe nähen, damit es nicht nach außen rutschen kann. Jetzt drücken wir hier mal die Nahtzugabe zu einer Seite oder wir können auch das Futter auf die Nahtzugabe legen und das kann man dann auch kurz festbügeln und jetzt nähen wir, wie man sehen kann, das Futter auf die Nahtzugabe. Und dann kann man dann von außen keine Stiche sehen und auch keine Naht. Und das Futter ist schön gesichert und wölbt sich nicht mehr nach außen, rutscht nicht nach außen, sondern ist gesichert. Hier, wie man sehen kann, haben wir es jetzt auf die Nahtzugabe genäht. Und jetzt kann man dann kurz noch ein bisschen den Stoff abschneiden und vielleicht ein paar kleine Schnitte reinmachen, damit sich der Stoff leichter nach innen wölbt und man den Stoff besser falten kann. Und hier kann man sehen, man sieht keinerlei Naht von außen, weil alles schön innen auf die Nahtzugabe festgesteppt ist. Untergesteppt. Untersteppnaht heißt es, gell? Mit meinem Mini-Bügeleisen hier. Da können wir uns jetzt vorstellen, dass das ein schöner Halsausschnitt ist und jetzt kann man von innen, es sei denn natürlich, man benutzt einen Faden, der in der gleichen Farbe ist wie der Stoff, den man benutzt. Jetzt stelle ich mir gerade vor, dass das ein Tascheneingriff ist oder vielleicht auch ein Halsausschnitt. Ist es nicht schick. Also das ist die Untersteppnaht. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie man den Stoff kräuseln kann, auf einer Overlock oder auch einer normalen Nähmaschine. Ich hoffe, ich sehe dich dann auch wieder.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!